Vier Kerzen. Eine Kerze für den Frieden, die wir brauchen, weil der Streit nicht ruht. Für den Tag voll Traurigkeiten eine Kerze für den Mut. Eine Kerze für die Hoffnung gegen Angst und Herzensnot. Wenn Verzagtheit unseren Glauben heimlich zu erschüttern droht. Eine Kerze, die noch bliebe als die wichtigste der Welt. Eine Kerze für die Liebe. Voller Demut aufgestellt. Das Erleuchten den Verirrten für den Rückweg ja nicht fehlt, weil am Ende nur die Liebe für den Menschen wirklich zählt.
Wo liegt Bethlehem? Sag mir, wo liegt Bethlehem? Vielleicht in Jedermann? Wenn Menschen zueinander stehen und ihren Weg gemeinsam gehen, dann ist Bethlehem nicht weit, dann ist Weihnachtszeit. Sag mir, wo liegt Bethlehem? Vielleicht bei uns zu Haus? Wenn wir gemeinsam Lieder singen und einander Freude bringen, dann ist Bethlehem nicht weit, dann ist Weihnachtszeit. Sag mir, wo liegt Bethlehem? Vielleicht in unserer Stadt? Wenn Reiche auch an Arme denken und einander Hoffnung schenken, dann ist Bethlehem nicht weit, dann ist Weihnachtszeit. Sag mir, wo liegt Bethlehem? Vielleicht in unserem Land? Wenn Menschen still in Frieden leben und dem Feind die Hände geben, dann ist Bethlehem nicht weit, dann ist Weihnachtszeit. Im Dunkeln hat die Weihnacht, die Menschen sehnen sich nach Licht, und sie entzünden viele kleine Kerzen auf stillen Pfaden der Zuversicht, im Advent auf Pfaden der Zuversicht. Stillen Pfaden der Zuversicht im Advent.